Entschuldigung, dass ich da so frage, ne? Aber ich habe da wirklich so viele verschiedene Aussagen bekommen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ne? Ja, das hat mit der Unwissenheit der Muslime zu tun. Also für das Glaubensbekenntnis brauchst du absolut keine Formalität. Stell dir vor, du bist jetzt in der Wüste und du willst den Islam annehmen. Richtig, genau das, das war nämlich, darüber habe ich nachgedacht. Und wissen Sie, ich habe bei der islamischen Botschaft angerufen, um mich da auch zu erkundigen. Und man sagt, islamischen Center angerufen, um mich da zu erkundigen. Und da sagte man mir, nein, ich müsste eine Bestätigung mitbringen, dass ich aus der Kirche, oder beziehungsweise, dass ich nicht in der Kirche bin. Dann müsste ich Passfotos mitbringen, ich müsste dies und das. Also es gab ganz, ganz viel bürokratische Dinge. Und da habe ich mir dann gedacht, das kann doch nicht sein, weil... Also die Christen sind diejenigen, die das Leben den Menschen schwer machen. Islam ist keine Bürokratie und Islam ist keine Kirche. Ja. Du trittst in den Islam ein, indem du das Glaubensbekenntnis aussprichst, aus voller Überzeugung. Und dann bist du offiziell Muslimin für deinen Schöpfer. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Rasul. Allah. Ja, jetzt bist du offiziell Muslimin geworden. Vielen Dank. Und wie fühlst du dich? Ich fühle mich erleichtert. Ich bin glücklich, dass ich von Ihnen die Aussage bekommen habe, dass ich mein Glaubensbekenntnis abgelegt habe. Ich muss Ihnen sagen, ich habe das Glaubensbekenntnis, mein Mann ist Muslim. Die Familie meines Mannes lebt in Ägypten. Und wir haben das Glaubensbekenntnis auch... Ich habe das Glaubensbekenntnis im Beisein der Familie meines Mannes abgelegt. Hast du das aber schon? Aber mir war es wichtig, ja, aber mir ist es unheimlich wichtig, auch mir war es wichtig, auch nochmal mit Ihnen zu sprechen, weil ich habe sehr, sehr viele Beiträge hier gelesen und ich habe sehr, sehr viel auf Ihrer Homepage gesehen und ich habe mir, das ist schon bestimmt 2-3 Jahre her, da habe ich schon viel gesehen und gelesen und ich habe viel bestellt und ich habe sehr, sehr lange rumgeirrt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin erleichtert jetzt und glücklich darüber und mir geht es sehr, sehr gut, ja. Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله